Servus bei Vulkan TV. Dass wir eine echt scharfe Woche hinter uns haben, das haben Sie sicher mitbekommen. Der Spot Scharfes Feldbach hat im gesamten deutschsprachigen Raum für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Viele kritische, aber noch viel mehr positive Rückmeldungen sind bei uns eingelangt. Und mit diesen aktuellen Berichten aus der Region starten wir in den Herbst. Stimmungsvoll, Nordburger Kirtag in Jagerberg. Wirtschaft, Leistungsschau in Straden, aktiv, projektbewegte Schule, Teil 3, abwechslungsreich, Murecker Stadtfest, Mode ist rot, die Herbstmodenschau im Modehaus Rot in Feldbach und einzigartig auf Schleichwegen unterwegs. Großer Andrang herrschte an diesem Wochenende wieder beim Nordburger Kirtag in Jagerberg. 3 Tage lang verwandelte sich das Ortszentrum zu einem Treffpunkt für Händler und Genießer. Mehr zu diesem Fest für die gesamte Familie sehen Sie im folgenden Beitrag. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde Jagerberg. Es war wieder Nordburger Sonntag in Jagerberg und alle strömten den Berg hinauf, um bei diesem bunten Fest mit dabei zu sein. Über insgesamt 3 Tage erstreckt sich der Nordburger Kirtag mittlerweile und ist somit eines der größten Volksfeste der Steiermark. Das ganze Jahr sieht man sie nicht und da ist man sicher, dass man den trifft, wenn man durchgeht, dass man sich austauscht und natürlich die Kulinarik und die Standeln, der Markt, das Marktgeschehen, das ist einfach das Flair, was jeder sucht. Der Kirtag zu Ehren der heiligen Nordburger wird alljährlich am 3. September-Wochenende abgehalten und ist weit über die Grenzen bekannt. Das zeigte sich auch am Besucheransturm in diesem Jahr. Ja, das kann man schwer abschätzen. Das von 20.000 bis 30.000, die marschieren da durch. Es gibt nichts zum Zählen, aber wir schätzen einmal 30.000 circa. Ja. Über 300 Marktlieferanten boten beim Fest ihre Waren an. Und da war alles mit dabei, von Spielwaren bis hin zu kulinarischen Schmankerln. Herz, was willst du mehr? Im Vergnügungspark fühlten sich vor allem die jungen Festgäste wohl. Denn ein wenig Nervenkitzel darf nicht fehlen. Ich glaube, in Anfangszeiten war es so, dass die Wallfahrt dahin gegangen ist, die heilige Nordburger, eben in der Kirche zu besuchen, sie anzubeten für die Landwirtschaft, dass eben der Not und Elend eben fernbleibt. Und jetzt ist es so weit, das Ganze hat sich dahingehend entwickelt mit dem Vergnügungspark, mit der ganzen Kulinarik, mit der Ausschank, mit den Standeln. Früher nur ein paar waren, sind jetzt 300 Standeln und ich glaube, das macht es aus. Herzstück des Nordburger Kirtags sind die vielen einheimischen Vereine, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Angebot stets das Fest bereichern. So wurden die Gäste unter anderem mit Köstlichkeiten wie etwa Steckerlfisch verwöhnt. Also es ist ziemlich alles vertreten für die Gewerbebetriebe, was wir vor Ort haben, die Buschenschenker, die Selbstvermarkter, die Vereine speziell und die vom Steckerlfisch bis zum Rehgulasch und auch natürlich unser Dorfwirt Heiden, der mit seinen Spezialitäten, was natürlich auch dabei ist und vieles andere auch und das genießen die Leute. Ob Steckerlfisch, Ringelspiel oder Lebkuchenherz, das alles ist Jagerberg. Und dieses Fest mit besonderem Ambiente zieht in jedem Jahr tausende Besucher an. Mir ist es wichtig, dass unsere Vereine, unsere Gewerbetreibende, dass die einen schönen Sonntag da erleben können. Und natürlich auch die Besucher, die zu uns kommen, das Jagerberg in dieser Form auch genießen können. Die Marktgemeinde Straden ist die Heimat vieler Wirtschafts- und Dienstleistungsbetriebe. Erstmals haben sich rund 40 Betriebe bei einer gemeinsamen Leistungsschau präsentiert. Die zahlreichen Besucher haben an 2 Tagen einen Überblick über die breit gefächerte Wirtschaftsleistung der Marktgemeinde Straden bekommen. Wie es dort genau ausgesehen hat, sehen Sie im nächsten Beitrag. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Marktgemeinde Straden. Das Gelände der Firma Schuster in Neusetz bei Straden. Schauplatz der ersten Leistungsschau der Marktgemeinde Straden.
Sowohl am Freigelände als auch in den Hallen und Werkstätten haben sich an zwei Tagen Betriebe, Wirtschaftstreibende, Vereine und Organisationen präsentiert. Das Gelände der Firma Schuster erweist sich als idealer Standort für den gemeinsamen Auftritt. Ja, weil es eigentlich ein idealer Standort ist und die befestigte Fläche 3,5 Hektar groß ist und wir genug Platz haben für die Betriebe hier, ihre Autos oder ihre Traktoren oder ihre Firmen zum herzuzeigen. Die Leistungsschau Straden ist eine Plattform für die Präsentation der Wirtschaftsleistung. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit und Vernetzung. Einige Gäste waren sogar überrascht, welche Potenziale in der Marktgemeinde Straden schlummern. Zudem ist die Leistungsschau ein wichtiger Baustein für das Zusammenwachsen und das gegenseitige Verstehen. Ja, der große Wirkung war eigentlich, dass wir unsere Betriebe hier präsentieren dürfen und sie sich präsentieren dürfen und herzeigen, was sie können, was sie leisten. Und jetzt haben wir eine Gemeinde und da haben wir wirklich eine starke Gemeinde und eine große Region. Und da kann man wirklich die Leistungen zeigen und die Betriebe vor dem Vorhang holen. Die Marktmusikkapelle Straden hat bei einem Frühschoppen für die Unterhaltung der Besucher gesorgt. Dazu natürlich auch ein spannendes Rahmenprogramm, wie zum Beispiel die Vorführungen des Geländewagenclubs Bad Gleichenberg oder die spektakuläre Schauübung der Feuerwehren aus allen Ortsteilen der Marktgemeinde Straden. Es sind an die 40 Betriebe hier, die sich hier vorstellen und verteilt über die Halle und auch hier im Freigelände haben wir einiges draußen. Also alle, die viel Platz brauchen, sind hier draußen und der Rest ist drinnen in der Halle und die Stände sind für jeden hier zu besuchen und sind auch Gott sei Dank sehr gut umlagert. Das Organisationsteam hat sich alle Mühe gegeben, um wirklich alle Betriebe für die Leistungsschau zu gewinnen und es ist ihnen auch wirklich gelungen. Die Leistungsschau der Betriebe der Marktgemeinde Straden, eine durchwegs perfekte Veranstaltung. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit zwei weiteren wichtigen Eckpunkten des Konzepts Bewegte Schule, Lern- und Lebensraumschule und Unterrichtsqualität. Diese hängen ja sehr eng zusammen. Wie das im Detail aussieht, sehen Sie im folgenden Beitrag. Der folgende Beitrag wird von diesen Organisationen unterstützt. Lern- und Lebensraumschule und die Unterrichtsqualität hängen sehr eng zusammen. In der Volksschule Ilz zum Beispiel beginnt jeder Tag in der 4A-Klasse mit einer Bewegungseinheit. Die Kinder laufen mit ihrer Lehrerin eine kurze Strecke im Wald. Am Ziel machen sie verschiedene Koordinationsübungen. Dabei steht natürlich der Spaß im Vordergrund. Danach geht's ab ins Klassenzimmer zum gemeinsamen Frühstück. Und so gestärkt gelingt auch der Unterrichtsvormittag. Wir machen das jeden Tag in der Früh. Die Kinder kommen in die Schule, sehen herinnen oder draußen turnen, ziehen sich dementsprechend um und dann starten wir schon entweder im großen Turnsaal oder im kleinen Turnsaal, im Innenhof, draußen am Sportplatz oder wir gehen einfach laufen. In der Volksschule Dieschen steht der Kontakt mit der Natur an oberster Stelle. Im Projekt Waldpädagogik lernen die Kinder wichtige Verhaltensregeln im Lebensraum Wald. Zur Entspannung gibt es auch lustige Waldspiele. Die Schluchtüberquerung zum Beispiel erfordert viel Mut und Geschicklichkeit. Diese Aktionen werden auch von der Gemeinde bestens unterstützt. Die Marktgemeinde Dieschen ist auch Schulstandort, obwohl wir neben dem Kindergarten nur eine kleine, aber feine Volksschule haben. Aber durch das Jugendfamilienhotel haben wir beinahe 1000 Schüler Jahr für Jahr in Dieschen. Und ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist die bewegte Schule, wo die Waldpädagogik unterrichtet wird, weil es sehr wichtig ist, dass die Kinder mit der Natur in Berührung kommen und von der Natur auch begeistert werden. Und da ist ein Vorzeige-Waldpädagoge unser Sieg. Haberl, ein gebürtiger Tischener. Schauplatzwechsel in die neue Mittelschule Straden. Dort dürfen sich die Kinder sogar im Mathematikunterricht bewegen. Die Formeln finden so leichter den Weg ins Gedächtnis. Und in der neuen Mittelschule Bad Gleichenberg läuft derzeit ein groß angelegtes Projekt.
Die Kinder sind mit Brustgurten ausgerüstet und mit einem speziell dafür entwickelten Computerprogramm können die Lehrpersonen den momentanen Stressfaktor der Kinder erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen, zum Beispiel Ruhephasen, einleiten. Ziel ist es, den Schülern schon zu einem frühen Zeitpunkt zu zeigen, wie sie mit Stress besser umgehen können. Wobei der Fokus liegt nicht darum, Stress zu reduzieren, sondern der Fokus liegt darum, sie vorzubereiten und sie möglichst schnell danach wieder zu regenerieren zu können. Unsere wichtigste Gruppe sind aber eigentlich Lehrerinnen und Lehrer, die einfach ein Auge dafür bekommen sollten, wann geht es meinem Schüler gut? Wie sehr kann ich ihn belasten? Wo kann ich eigentlich noch mehr fordern? Und was mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe in der Klasse, er ist körperlich oder mental überfordert? Die neue Mittelschule Bad Gleichenberg ist eine der wenigen Schulen, die mit dem Umweltzertifikat ausgezeichnet ist. Und Umwelt ist natürlich untrennbar verbunden mit Gesundheit. Und dieser Gesundheitsgedanke steht bei uns in unserer Schule sehr, sehr hoch. Und daraus haben wir dieses Projekt, das ursprünglich mit der FH Joanneum geplant war, abgeleitet. In der letzten Folge unserer Serie zeigen wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Vereinen und Schulen im Bewegungsland Steiermark. Dieser Beitrag wurde von den folgenden Organisationen unterstützt. Beim Murecker Stadtfest hat es auch in diesem Jahr einige Highlights gegeben. Sehen Sie im nächsten Beitrag Bilder von spektakulären Vorführungen der Feuerwehr und werfen Sie einen Blick auf das abwechslungsreiche Rahmenprogramm. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Stadtgemeinde Mureck. Am Hauptplatz in Mureck ist auch beim diesjährigen Stadtfest wieder einiges los gewesen. Nach dem Erfolg des letzten Mals hat sich die Bevölkerung auch heuer zahlreiche Attraktionen am beliebten Hauptplatz und die sensationelle Leistungsschau nicht entgehen lassen. Ja, also das Stadtfest habe ich immer so gesehen, dass es auch ein Zusammenkommen ist der Menschen der neuen Gemeinde aus allen Ortsteilen, dass die sich kennenlernen. Denn eines steht ja fest, wenn man etwas weiterbringen will und wenn etwas eine gute Zukunft führen soll, dann geht es nur miteinander. Und je besser die Stimmung in der Gemeinde ist, umso besser ist es für die Entwicklung. Der Rahmen der Veranstaltung ist auch dafür genutzt worden, die Postpartnerstelle bei Familie Kögel am Hauptplatz feierlich zu eröffnen und zu segnen. Wir haben ja heute hier beim Stadtfest gesehen, welche Highlights es gibt in dieser Stadt. Eine Stadt, die nach der Gemeindefusion jetzt zusammenwächst. Heute ist es ein Fest des Miteinander. Wir haben das gesehen. Es wurde also hier, wurden 6 Feuerwehren geehrt und ausgezeichnet, etwas ganz Besonderes für eine Stadt, und auch dann die Schiffsmühle, der Herr Wisiak wurde ausgezeichnet, der also sehr viel dazu beiträgt, dass man also hier die Stadt Mureck über die Regionsgrenzen hinaus kennt. Der gesamte Hauptplatz war Bühne für Musik und Kulinarik. Im Mittelpunkt des Geschehens standen jedoch auch die Leistungen der heimischen Unternehmer und Vereine. Ja, die 6 Feuerwehren der Stadtgemeinde Mureck präsentieren sich heute jeder mit einer besonderen Vorführung, um hier die Vielfalt der Möglichkeiten, die die Feuerwehr abdecken kann, zu präsentieren. Die Profis von der Feuerwehr ließen sich auch vom Regen nicht entmutigen. Ebenso wenig wie Bürgermeister Anton Wukern, der von der Feuerwehr Misselsdorf aus dem Rathausturm abgeseilt wurde. Auch die Besucher haben den Regen gelassen genommen und die Atmosphäre des Stadtfestes dennoch genossen. Dass engagierte Vereinsmitglieder einen wichtigen Teil zum Gemeinwohl und auch zur Sicherheit einer Gemeinde beitragen, ist kein Geheimnis. Und da gehört einmal Danke gesagt, und das haben wir heute. Mode ist rot, so das Motto im größten Kleiderschrank der Südoststeiermark.
Das Modehaus Roth hat wieder zur Modenschau zum Herbstbeginn geladen und dabei die Herbst- und Winterkollektion 2016-17 gezeigt. Wir waren mit der Kamera mit dabei. Die Ungerstraße in Feldbach gesperrt? Was ist denn da wieder los? Der Grund? Die Modeschau vor dem neu gestalteten Modehaus Roth. Die Damen und Herren auf dem Laufsteg mitten in der Stadt haben die neuesten Trends auf dem Modesektor präsentiert. Das Team vom Modehaus Roth orientiert sich dabei an der großen internationalen Modewelt. Die Werbung zuvor hat sie uns ja vorgemacht, immer wieder Neuigkeiten, Highlights zu präsentieren. Und auch im Herbst-Winter haben wir wieder Highlights präsentieren können. Unsere Einkäufer haben sehr schöne Ware einkaufen können, nach Feldbach gebracht, in den größten Kleiderschrank der Südoststeiermark. Und die haben wir heute präsentiert. Und jetzt kann man sie selbst anprobieren und schauen, ob es denn jedem passt. Die Kinderabteilung in Gnas hat ebenfalls ihre neuesten Modelle für junge Leute gezeigt. Frech, lässig, cool. Eben junge Mode aus dem Modehaus Roth. Auf allen Linien, für und nach dem Geschmack der Jugendlichen. Ja, bei der jugendlichen Mode ist zurzeit ganz besonders bei der Herbst-Winter-Mode, dass es neue Längen gibt, so wie die Röcke, Spitzenröcke bis zu die Knie, also nicht mehr Mini-Röcke. Und auch vor die Längen her, vor die Hosen, auch verkürzt, aber lässig, zerrissen, mit Patches und so. Und was wirklich dazu kombiniert, elegant, was dann total lässig ausschaut, dass man gleich anzieht, einen coolen Sneaker dazu. Also das ist die neue Mode, was richtig cool ausschaut. Ganz wichtig, die dazu passende Kopfbedeckung und scharfe Herbstfrisuren sind natürlich für das gesamte Outfit notwendig. Für den richtigen Durchblick sorgen Brillen von Optik Bielek. Übrigens für die Modeschau ist sogar eine eigene Kollektion entwickelt worden. Ja, wir haben uns heute bereit erklärt, mit der Firma Optik Bielek die Brillen in Feldbach zu präsentieren. Der Werner ist ein sehr, sehr guter Partner in der Südoststeiermark, vertreibt unsere Marke schon seit langen Jahren. Und da haben wir uns einmal zusammengesetzt und gesagt, wie können wir das ein bisschen veröffentlichen, und haben mit dem Modehaus Roth haben wir gesagt, machen wir heute mal eine Modeschau. Natürlich bietet das Modehaus Roth auch scharfe Dessous für darunter, wie Kerstin und Abias zeigen. Die Modelabels Street One, Daily Veil und Esprit, alle ebenso in der Ungerstraße, haben eine kleine Auswahl ihrer Kollektion gezeigt. Das Feldbach-Team vom Modehaus Roth hat sich wirklich alle Mühe gegeben, um einen großen Querschnitt der Herbst- und Wintermode zu präsentieren. Von jung, cool und etwas ausgeflippt, über bequeme Freizeitkleidung, Business-Look bis hin zur eleganten Abendgarderobe für die kommende Ballsaison. Und alles in den trendigen Farben und Schnitten der Saison. Wir haben eine große Vielfalt. Was wir groß haben, ist jetzt eine Anlassmode. Wir haben eine ganz große Ecke mit Ballmode. Die Ballsaison startet. Da haben wir lange, kurze Kleider. Also da haben wir wirklich eine große Auswahl. Und da kann man aus vielen, vielen Modellen wirklich das richtige Kleid finden. Riesenschlussapplaus der zahlreichen Gäste für die Damen und Herren auf dem Laufsteg. Die Herbst-Wintermodeschau vom Modehaus Roth. Ein Highlight der kommenden Modesaison. Ja, gleich nach der Werbung geht's weiter mit einer neuen Folge von Auf Schleichwegen unterwegs. Also bleiben Sie dran. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Auch in dieser Woche war Professor Hans Schleich wieder in unserer Region unterwegs, wie immer mit Kameramann Günther Duscher. Wir präsentieren Ihnen jetzt eine neue und wie immer interessante Folge von Auf Schleichwegen unterwegs. Gute Unterhaltung! We'll be right back.
Ja, ich bin heute in St. Magdalena bei Pfarrer Mario Brandstätter. Du warst Kaplan in Gnas einmal. Ja. Aber du hast da in St. Magdalena wirklich was Einzigartiges eingerichtet. Und zwar die Welt der Düfte, kurz gesagt ein Weihrauchmuseum. Gell? Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Weihrauch. Und da kommst du halt mit der Zeit immer mehr rein, was es alles gibt in dieser faszinierenden Welt, sage ich mal. Und ich habe es bewusst Düfte gesagt und nicht Weihrauch, weil das ja weit mehr ist, weit intensiver und weit eine größere Welt. Und das fasziniert mich eben, wie ein Sammler, da kann man einmal aufhören, was es nur alles gibt auf dieser Welt. Das ist eben so, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann erkennt man erst, wie vielfältig jedes Thema ist. Richtig. Und zu mir kommen Leute, die sich nicht vorstellen können, dass es mehr als wie zwei Sorten Weihrauch gibt. Genau. Da lernen sie bei mir wirklich ein bisschen was, so den Horizont zu erweitern. So ist mir auch gegangen. Und jetzt schauen wir uns das an. Bitte, schauen wir uns gerne. Das an. Ja, wir sind jetzt in deinem Weihrauchmuseum oder dem Düftemuseum. Ja. Wir stehen da zwischen zwei so Säulen drinnen. Da sehe ich, sind das leider so Sorten, die du da ausstellst? Da fangen sie jetzt an. Ja. Da hast du jetzt den Sammler richtig erwischt. Und hier, ich erkläre es dann nachher nochmal genauer ein bisschen jetzt vor der Entstehung. Und hier ist zum Beispiel die ganzen Blumendüfte, was es gibt, die Extrakte, die hineingearbeitet sind. Das macht den typischen Duft, die Einzigartigkeit des griechischen Weihrauchs aus. Und siehst du, was ich da alles an Blumen, Gardenie, Jasmin, Hyzinthe, Bis, alles Mögliche. Also der Weihrauch wird mit Duftstoffen versehen. Der griechische. Der griechische. Der byzantinische, sagst du offiziell. Und was gibt es dann noch für Sorten? Da gibt es natürlich dann den ganz gewöhnlichen, die gewöhnlichen Harze, das sogenannte Olibanum. Das sind die, was man sich so vorstellt unter Weihrauch. Also die typisch aus dem Orient kommen, Vorderen Orient, Oman, Jemen. Das sind so diese Harzkugeln dann, die sind unbehandelt. Und diese Behandelten werden in der Kirche genauso verwendet oder was, wie schaut das aus? Es kommt bei uns immer mehr in Mode. Das sind die typischen ostkirchlichen Düfte. Also die Orthodoxen, sagen wir mal, Ostkirche ist mehr als wir nur orthodox. Und das sind die typischen Düfte aus dieser Region. Wenn man in einer orthodoxen Kirche ist, riecht man das. Wenn man auf Urlaub ist, die riechen ganz intensiver. Und hier geht es darum, hier werden Kirchen parfümiert, beduftet. Aber diese Namen, das sind so interessant, gell? Segen, Weihrauchsegen. Ja. Von Berg Athos lese ich da. Das ist eigentlich der Klassiker, ist Berg Athos. Da habe ich auch einen Mönch, der für mich da auch der große Belieferer ist. Und da haben sie zum Beispiel typisch die Heiligen, die Namen und so. Genau. Oder hier habe ich dann auch zum Beispiel, was dann weiterführt, Weihrauchkegel und auch Weihrauchstäbe und so weiter. Ja. Also wo es halt dann schon ein bisschen das erweitert. Aber das Byzantinische ist schon das eigene du für sich. Du warst 41 so gegen die 400 verschiedene Weihrauchsorten und was dazu gehört. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich weiß es exakt. Ja. Irgendwo bei 200, 250 habe ich aufgehört zum Zählen. Ich weiß ungefähr, was ich habe. Ja. Also wenn ich was sammle, wenn ich was wieder entdecke oder was tausche. Aber ich habe es noch nie abgezählt jetzt. Aber zum Weihrauch selbst dazu, sagen wir mal den Grundstoff von Weihrauch. Ich glaube, da gehen wir jetzt rüber zu einem anderen Turm, wenn das passt. Dann wechseln wir. Hier ist jetzt diese Sorten, die sind jetzt die typischen, die Länder jetzt, wo dieses Harz herkommt. Vielleicht können wir nachher dann dieses Bild anschauen. Das ist ein Baum. Der Boswellia-Pflanze, das ist ein Wüstenbaum. Wo das Harz dann herauskommt. Richtig, so wie mir Steirer sagen, Pech, ja. Ist nichts anderes. Und diese Wüstenpflanze, die Boswellia, gibt es 25 Arten. Und da gibt es Stämme und Völker, die genau gewusst haben, wo diese Bäume stehen und wie man sie anritzt. Und in einer Saison gewinnt man so und so viel Harz. Aber dieses Harz war ja vor Jahrtausenden wertvoller als wie Gold. Richtig. Das ist ja mit Gold aufgebrochen worden, oder so ähnlich. Ja, erstens einmal, weil es eher kostbar war, woher kommt. Weil man sieht, da ist kein Wald, sondern das sind Einzelbäume in der Wüste, klar. Und zweitens muss man sich vorstellen,
bis der Seeweg entdeckt worden ist, ist man mit Karawanen, hat man das kostbare Gut herauftransportiert und hat natürlich jeder mitgeschnitten. Also es war drei- und vierfach teuer. Das war ja sehr entscheidend, war da auch die Seidenstraße, glaube ich, gell? Für den Transport. Man hat natürlich dann diese Wege benutzt, die man dann immer mehr gekannt hat, natürlich dann, das ist klar. Gell? Aber eben nochmal auf das zurückzukommen, es ist ein besonderer Stoff, wenn man zum Beispiel dort aus Afrika den ausschaut oder aus dem Jemen da anschaut, da gibt es dann die Unterschiede. Wie gesagt, 25 Arten dieser Boswellia-Pflanze gibt es einmal. Und da kann man mal grob einteilen, gibt natürlich lateinische Begriffe dann. Und dann kommt es noch darauf an, ihr kennt sich sicher beim Schnapsbrennen ein bisschen aus. Ja. Gibt es ja auch Vorlauf und so Geschichten. Und so ähnlich ist es auch bei der Harzgewinnung für den Weihrauch. Gibt es auch Qualitätsstufen dann. Das steigert sich, je öfters dass man dann so einen Baum anritzt, umso intensiver wird es dann, umso reiner wird er dann. Den kriegst du aber im Handel dann oft schon sehr schwer, weil den halten sie die Orientalen gleich selber. Aber zum Harz gehören natürlich auch die Gefäße. Gewisse kennt man ja aus unserer Liturgie. Da ist, ich sage das volkstümlich, da sind Weihrauchfasseln. Genau so heißt es auch Hochdeutsch. Ja. Weihrauchfass. Weihrauchfass. Ja. Und das sind Weihrauchbehälter, oder was? Ja, und zwar hast du. Das sind ja unterschiedlich. Also verschiedene Epochen, gell? Also da geht es eher ins Gotische, Neogotische hinein. Und hier gehen wir dann schon ins Barocke. Also das ist ein typisch barockes auch Verschifferl. Das ist ausgehend barock-klassizistisch ein bisschen. Und hier hat man auch den Namen nochmal. Jetzt musst du dir vorstellen, da ist der Weihrauch drin, da ist Leferl und der Pfarrer wollte den Weihrauch rauskriegen, oder? Ja. Jetzt stell dir vor, das ist Eckert. Also hat sich nicht funktioniert. Jetzt hat man das so gemacht, wie ein Schiff, am Boot, dass er mit Leferl schön den Weihrauch rauskriegt. Und daher hat es bis heute den Namen Weihrauchschiff, Schiffchen. Ach so, ganz einfach, ganz eine praktische Geschichte. Ja. Gell? Also das da ist eben... Ein Schwan. So besser aus Amerika auch zum Beispiel. Also Fantasie haben sie da schon immer sehr gehabt. Und wer sagt, dass in der katholischen Kirche immer sehr, sehr fad zugegangen ist? Also sie haben immer Fantasie gehabt. Da unten, das schaut man so orientalisch aus, stimmt das? Naja, geht ein bisschen in die Gotik von diesem Bass her und auch ein bisschen diese Ziselierarbeit. Da ist ein Lebensbaum drauf. So wie geht schon. Ja, das ist ja, also die haben da mit allen geschmückt, die waren da sehr, sehr, sehr unorthodox eigentlich, gell? Wenn man so schaut. Was ich in erster Linie auch beibringen möchte oder zeigen möchte, ist einmal die richtige Verwendung auch und der Umgang mit allem, was mit Räuchern zu tun hat. An sich zum Räuchern in klassischer Manier braucht man nicht viel. Eine feuerfeste Schale. Ich habe mit einer Chibo-Schalen vom Geschäft angefangen, Edelstahl. Das ist natürlich jetzt eine persische, das so ein bisschen orientalischer wirkt. Gell? Sand oder Kies hinein, es ist, nimmt die Asche auf und ist auch wärmehemmend, gell? Nimmt die Wärme weg. Das kann man auch angreifen. Also eine einfache Schale, Kies oder Sand und ich habe hier ein Spritzgitter drüber, also ganz was Witziges. Damit kann man den Dreck, die Verbrannte leichter entsorgen, ganz einfach. Für uns gibt es Gott sei Dank, wir brauchen keinen Ofen, keinen Herd, wo wir wirklich anzünden müssen. Es reicht mit diesen Kohlebriketts, die es hier im Geschäft gibt. Das sind die ganz großen, sage ich mal, Kirchenbomber mit 5 cm. Die klassischen, wenn man so schaut im Vergleich, sind die 3 cm oder 3,5 cm, was man im Geschäft überall schon bekommt. Das ist gepresster Kohlenstaub mit Säure versetzt. Wenn man das jetzt entzündet, brutzeln so wie die Sternspritzer und glüht sehr schnell durch. Sonst brauchst du ja ewig, bis du eine Glut bekommst. Und ich habe da immer gleich Männergefäß, gleich immer gescheit, einen kleinen Bunsenbrenner, wie die Köchin auch zum Flambieren in der Küche verwenden. Hier geht es gleich mit hoher Temperatur relativ schnell. Man sieht schon, wie es dann nicht zündelt. Am Rand anzünden, mit einer Zange nehmen, dass man sie nicht verbrennt. Und das Wichtigste, ruhen lassen. Jetzt einfach die Glut, also vielmehr die Kohle verglühen lassen. Und das braucht Zeit.
Das ist wie beim Grillen zu Hause, kannst du ja auch nicht vor einer Minute auf die andere auf die Kohle legen. Es braucht Zeit. Und ein Indiz dafür ist die weiße Aschenschicht drüber, dann hat es die perfekte Temperatur zum Räuchern. Man kann dann auch kühl drüber greifen, jetzt hat es noch fast keine Temperatur. Und in ein paar Minuten dann greift man nochmal drüber, dann ist es richtig, das hat dann schon ein paar 100 Grad. Kannst du uns jetzt von deiner Hexenküche da unten erklären, was du alles zu sehen bekommst? Bei einer Führung, also die Leute, die zu mir kommen, zeige ich immer, so wie der Weihrauch, diese Tropfen, wie es vom Baum oberinnen getrocknet sind, dass man das einmal spürt. Hier dann, wie es in Handel kommt, der ganz gewöhnliche Weihrauch. Hier dann zum Beispiel habe ich dann die Myrrhe, dass man sieht, wie die Myrrhe wirklich ausschaut. Das ist eine Weihrauchmischung dann hier drüben dann. Und hier sind wir dann in den gefärbten Weihrauchsorten. Und dann kommen wir schon zum Griechischen, also zum Byzantinischen. Und wieso ist das da so silbrig oder gold? Gold, so Silber, Schwarz, Gräber, Blau. Roten sind wir gerade ausgegangen. Und zwar wird das minderwertiges Harz wird gefärbt und damit werden Mischungen hergestellt. Diese typischen Kirchenweihrauchmischungen. Da kommen noch Zusatz- und Räucherstoffe dazu, dass sie dann verschiedene Duftrechnungen bekommen. Das wird parfümiert und gefärbt, dass es halt ein bisschen ästhetisch ausschaut. Und jetzt glüht das schon so halbwegs? Ja. Jetzt gibst du da Weihrauch drauf, und zwar deinen natürlichen. Das ist jetzt mein natürlicher, also meiner nicht. Der kommt aus Eritrea, Marke Sifting, der ist erntefrisch. Der wird nur getrocknet, gebrochen, so wie er vom Baum kommt. Und so kommen wir in den Handel. Das probieren wir jetzt gleich einmal. Schau, dass wir kein Duftfernsehen haben. Wir haben jetzt die perfekte Temperatur. Die Einbuchtung muss nach oben sein, um das Rauch gut aufzunehmen. Die weiße Aschenschicht zeigt perfekt. Und jetzt können wir zum Verräuchern beginnen. Und zwar, ich habe immer einen Löffel. Hier zum Beispiel, das ist jetzt dieser einfache. Hier der erntefrische Weihrauch, was ich habe. Gerade ein bisschen was in diese Verbuchtung hineinlegen. Nicht zu viel, lieber öfters weniger und man hat wirklich das Aroma. Und jetzt sieht man, schmilzt diese hohe Temperatur, sind ein paar hundert Grad, schmilzt jetzt diese Körnchen auf. Und hier kommt diese Boswelliasäure, dieser Weihrauchduft, dieser typische Duft, kommt jetzt langsam heraus, da wird er aufgeschmolzen. Und hier kommt dieser Duft und wenn man ein bisschen riecht, riechst du schon ein bisschen? Ja, sicher. Er hat einen ganz frischen, angenehmen Duft, oder? Ja, super. Und in der Duftwelt gibt es ja die Einteilung, Kopfbasis Herznoten von der Duftwelt und der hat eine Kopfnote an Zitrone. Ganz witzig, oder? Kann man sich nicht vorstellen. Du bist ein Weihrauchsommelier. Ja, der Abgang ist wichtig. Wichtig jetzt, also man hat dieses Aroma, gell? Es ist richtig erfrischend. Überhaupt nichts belastend für die Lunge, sondern es ist richtig eine Wohltat. Das ist, wie die alten Ägypter gesagt haben, kein Tag ohne Wohlduft. Dann ist es ein schöner Tag, wenn man einen Wohlduft hat. Und jetzt bitte gut aufpassen, sobald das kippt in Stinkige, wenn es riecht, es fängt schon zum Verbrennen an, runterkratzen. Wichtig, wichtig. Ich mache es jetzt ein bisschen früher. Ja. Das ist verbrannt, das ist weg, wie beim Grillen. Verbrannt, das isst man nicht. Und hier sagt man jetzt haben wir den guten Duft in der Luft und das wollen wir haben. Rauch und Duft. Beides ist da, die Kohle erholt sich wieder, kriegt wieder Sauerstoff und ist bereit wieder für neu. Zu Hause mit Alufolie arbeiten, sauber arbeiten, nichts Verbranntes überlassen, wenn Sie ein Pfanderl haben oder auf dem Herd. Sauber arbeiten, das Ganze wegschmeißen und wieder neu. Und Sie haben immer einen guten Duft, der Ihnen wirklich für den Körper gut tut, für die Seele und für den Geist. Und nicht immer das Verbrannte, was dann reizt und zum Husten dann wirklich animiert. Ja, spannende Geschichte, muss ich sagen. Klingt, wenn man es hört, weniger spektakulär, ist aber spektakulär, muss man sagen, weil das sind wirklich Dinge, die man normalerweise nicht kennt und nicht weiß. Du, danke, dass du uns eingeführt hast und viel Besucher. Tschüss.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und angenehmen Herbstbeginn und hoffen, Sie schalten auch nächste Woche wieder bei uns ein. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.